Aloha, ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Wochenenergien möchte ich gerne gemeinsam mit dir Bewusstseinsfelder erschaffen, die einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn dich meine Impulse ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha zu unserem Wochenimpuls vom 6. bis zum 12. März. Schauen wir uns, was die Siegel uns in dieser Woche schenken, zeigen, auflösen, lehren, wobei sie uns unterstützen möchten. Das Siegel für diese Woche ist Vanita, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Bayonada, der göttliche Plan. Und das dritte Siegel für diese Woche ist Balanda. Wow. Ja, wir haben eine wunderbare Fortsetzung wieder von unserem Channeling von Erzengel Metatron. Falls du es dir noch nicht angehört hast, das aktuellste Channeling auf meinem YouTube-Kanal, dann lade ich dich hiermit herzlich dazu ein, weil es ging ja in diesem Channeling wirklich sehr intensiv darum, unsere Wunschkraft zu manifestieren. Und worum es eigentlich geht, was uns Erzengel Metatron erklärt hat und was wir auch immer und immer wieder hören aus der geistigen Welt, ist, dass wir hier sind, um glücklich zu sein. Und das fällt uns oftmals einfach so schwer, ja, weil wir uns so sehr eben mit dem identifizieren, was nicht ist, was uns eben nicht gefällt und ins Bedauern gehen, in das eben hineingleiten, was wir nicht erreicht haben, was uns traurig macht, was das Leben uns immer wieder zeigt. Das siehste, wusste ich es doch, dass ich es eben nicht verdient habe, dass alle anderen dieses Glück nur erleben dürfen und ich darf es eben nicht erleben. Und genau das ist das, was Erzengel Metatron meinte mit dem Widerstand, dass wir uns selbst sozusagen im Wege stehen, weil wir diesen Schlüssel, dieses Leid, was auch immer auftaucht, wenn wir uns etwas vorstellen, wenn wir uns etwas wünschen, dass es genau eben das ist, was uns dahin bringt. Und wir bleiben oft an diesem Punkt stehen und halten den so sehr fest. Ja, wenn ein Mensch beispielsweise krank ist, ich denke so oft an meinen geliebten Papa, der seit über 4 Jahren jetzt eben auf der anderen Seite unseres Universums ist und uns von den Ebenen des Lichtes begleitet. Und er hat einfach in sehr, sehr jungen Jahren eine ganz, ganz schwere Herzkrankheit diagnostiziert bekommen und hat einfach für sich entschieden, dass er sich mit diesem Leid identifiziert. Und im Lauf der Jahre wurde einfach immer mehr diese Krankheit sozusagen, hat die Krankheit immer mehr die Kontrolle übernommen. Aber das war eben eine Wahl, die er für sich getroffen hat. Und letzten Endes war er aber mit dieser Wahl dann auch im Frieden. Ich nehme das einfach nur als Beispiel, gerade was das Thema Krankheit anbelangt, dass wir uns, und das ist, ich glaube, mit die größte Herausforderung, ich merke das bei mir selbst, wenn ich eben Kopfschmerzen habe, dass ich dann eben nicht in diesen Widerstand gehe und sage, ich möchte jetzt nur noch, dass diese Kopfschmerzen weggehen, sondern dass ich sie eben annehme. Ja, und was uns dabei unterstützt, unsere Sinne zu aktivieren, ja, dass wir wirklich mit unseren Sinnen, unsere Sinne, die uns gegeben sind, und mir wurde das durch dieses Channeling auch nochmal so bewusst, dass wir eben im physischen Körper dieses Geschenk der Sinne haben. Wir können riechen, wir können fühlen, es ist zu heiß, es ist zu kalt, das ist angenehm, das kitzelt, das sind alles Erfahrungen, die eben Lichtwesen nicht mehr machen können. Wir können riechen, wir können hören, wir können sehen, wir können wirklich diese, sage ich jetzt mal, langsam schwingende 3D-Welt auch in ihrer Langsamkeit fokussieren und ganz genau wahrnehmen. Ich stelle mir das wirklich so vor, das sagt die geistige Welt auch, dass sie, wenn sie zum Beispiel auf uns schauen, uns gar nicht in unseren physischen Körpern sehen, sondern vielmehr ein Spiel aus Licht, aus Farbe, aus Frequenz, was sich bewegt. Ja, aber die Schönheit einer Blume, die wir wirklich in dieser Dichte erfahren können, das können wir nur im menschlichen Körper über unsere Sinne. Und genau unsere Sinne dürfen wir einsetzen, um unsere Wunschkraft
zu aktivieren. Und Vanita ist das Siegel der Sinne, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit, ja, durch genaue Achtsamkeit. Erstmal die Achtsamkeit mit uns selbst. Und wenn wir eben die Achtsamkeit mit uns selbst haben, wenn wir in der Achtsamkeit mit uns selbst sind, dann sind wir in Achtsamkeit mit dem Leben. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Und das ist einfach das Schöne, was uns, ich finde, ganz besonders das Tierreich offenbart. Ja, weil die Tiere einfach in Verbindung mit ihren Sinnen sind. Die sind nicht im Kopf und wägen ab, was bringt mir das, was bringt mir das jetzt nicht und wie viel kostet das, kann ich mir das erlauben, sondern ein Tier ist einfach im Moment. Ja, und wenn es in der Entspannung ist, im Moment und plötzlich hört es ein Geräusch, dann wägt es sofort ab, Gefahr oder nicht Gefahr. Und das geschieht ganz, ganz schnell, weil die Sinne vollumfänglich aktiviert sind. Und wir haben uns von unseren Sinnen abgetrennt, weil wir oft zu sehr in die Verstrickung und eben in das Anhaften gehen mit etwas, was wir eigentlich möchten. Aber der Widerstand ist das, was wir glauben, was im Wege steht, weil uns beispielsweise das Geld fehlt oder wenn wir uns eine Partnerschaft wünschen, weil wir eben diese Partnerschaft im Moment nicht haben. Und dann sehen wir nur die Menschen, die das eben haben und gehen wieder in das Leid, was wir alles nicht erfahren haben, was uns angetan wurde. Ja, aber wenn ich wirklich mal versuche, mich einen kurzen Moment aus all dem herauszunehmen und nur in diesen einen Augenblick gehe, der real ist, nämlich das Jetzt. Egal, wo du jetzt gerade bist, ja, schau einfach mal aus dem Fenster, wie ist das Wetter, was ist sonst noch um dich rum, gibt es einen wunderschönen Gegenstand, den du liebst, vielleicht ist es eine Kerze, ein besonderer Kristall, vielleicht scheint die Sonne gerade durch dein Fenster, vielleicht hörst du gerade das Zwitschern eines Vogels, ein besonderer Duft einer Rose, all das ist Realität und das ist da und das, diese Rose duftet so wundervoll und hat eine so wundervolle, schöne Farbe, verströmt wirklich ihre Schönheit und ihre Liebe in dein Energiefeld, in deine Aura, ob du das möchtest oder nicht. Und je mehr du dir dem bewusst wirst, was jetzt eben real ist, umso mehr bist du mit deinen Sinnen verbunden, aktivierst sie und richtest sie aus und kommst in diesen Moment zurück. Und wenn du von diesem Moment in der Aktivierung eben deiner Sinne, des Riechens, des Sehens, des Fühlens, ja, du kannst diesen Gegenstand, diese Rose, ich nehme jetzt einfach diese Rose als Beispiel, auch berühren. Was löst das in dir aus? Und wenn du auf diese Art und Weise einfach deine Sinne aktivierst und dabei unterstützt dich eben auch Vanita, in diese Achtsamkeit zu gehen, ich, jetzt noch gar nicht mal nur mit dir selbst, sondern mit dem Moment, was jetzt in diesem Moment eben ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ganz, ganz vielen Jahren, boah, da war es bestimmt 30 Jahre her, im Schmerz war und ich saß so auf einer Wiese und war total traurig. Es war wie Mai, alles fing an zu grünen und zu blühen und ich wollte wie so die Zeit anhalten und habe gedacht, das passt jetzt überhaupt gar nicht, dass alles um mich herum grünt und blüht, weil ich ja so schlecht drauf bin. Und habe dann irgendwie gemerkt, es geht weiter, das geht weiter. Ich kann die Zeit nicht anhalten, ich kann die Natur nicht anhalten, schön zu sein, nur weil das gerade eben nicht zu meiner Stimmung passt. Ja, und diese sinnliche Wahrnehmung war in dem Moment so viel stärker als das Leid. Versuch das einfach mal, versuch dich mal mit dem Moment zu verbinden, mit der Schönheit, die jetzt genau in diesem Augenblick um dich ist. Und dann fühle, nimm wahr, was bei dir ist, wenn du dich jetzt mit deiner Vision verbindest, mit dem, wonach du dich jetzt sehnst, nach einer erfüllten Partnerschaft, vielleicht nach einem neuen Zuhause, vielleicht möchtest du gesund werden. Und dann schau, fühle, höre, was auch immer deine sinnliche Wahrnehmung ist, in diesen Widerstand hinein, der da ist. Nein, mir ist es nicht vergönnt. Ich habe ja die und jene Diagnose. Wenn ich auf meinen Kontostand schaue, dann wird das für mich niemals erreichbar sein. Und damit schiebst du eben all die Wunder, all das, was das Universum dir schenken möchte, beiseite. Und in diese Botschaft hineinzusehen, in diesen Widerstand hineinzusehen, die Kraft dazu verleihen dir deine Sinne. Und jetzt fühl mal so, wie du vielleicht diesen Gegenstand um dich herum wahrgenommen hast, diese Rose. Vielleicht möchtest du dir auch eine schöne Blume einfach schenken, mal in dieser Woche irgendetwas, was besonders dein Herz erfreut, deine Sinne anregt. Vielleicht ist es auch was anderes. Nimm einfach mal diese, deine sinnliche Wahrnehmung, die du ganz natürlich hast, die dir niemand wegnehmen kann und die auch immer da ist. Nimm sie und richte sie auf das Jetzt, auf das, was in dir, wenn du an deinen Wunsch, an das, was du in deinem Leben verändern möchtest, war.
und lass es einfach da sein. Und du darfst jetzt mit der Kraft von Vanita, wenn du einfach nur Vanita in diesem Moment chantest, ganz tief, genau in diesen Moment eintauchen. Und vielleicht spürst du, wenn du dir jetzt wirklich ein bisschen Zeit nimmst, vielleicht ist jetzt gerade nicht der richtige Moment, aber wenn du das machst, wenn du dir vielleicht später am Tag oder diese Woche einfach mal Zeit nimmst, was kommt da genau bei dir hoch? Was ist dieses hineinfallen lassen in diese sinnliche Wahrnehmung jenseits jetzt mal, dass du sogar vielleicht tiefer noch gehst als Schmerz oder Wut oder Bedauern oder Leiden. Wenn du dich da wirklich hineinfallen lässt, ja, und dich verbindest mit deiner Vision und sozusagen dir vorstellst, und das ist genau Vanita, wie du durch diesen, ich sage jetzt mal Schmerz, durch dieses Leid, durch diesen Widerstand hindurchtauchst in die sinnliche Wahrnehmung hinein, die du hast, wenn du da bist, wo du hin möchtest und jetzt noch nicht bist. Das muss man, glaube ich, ein bisschen, einfach ein bisschen fließen lassen. Und Vanita ist genau die Frequenz, die uns in dieses Erbe bringt, in unsere Essenz bringt und das, was wir wirklich sind. Und ja, vielleicht ist da Schmerz, vielleicht sagst du, okay, ich verstehe das ja theoretisch, aber wie komme ich da durch? Und genau, das sind eben diese Geschenke, diese Stimmgaben, die zwischen Himmel und Erde sind, die uns beispielsweise durch die 12 Siegel geschenkt wurden, mit denen ich jetzt arbeite, oder vielleicht ist es auch ein wunderschöner Kristall für dich. Ich habe hier gerade immer einen wunderschönen Fluorit stehen, ja, der Struktur in jedes Chaos bringt. Ja, wir dürfen uns wirklich ausrichten auf diese Geschenke, die unseren Speicher, der so voll ist von diesen Erinnerungen, ja, auch gerade in unserem Herzchakra speichern wir diese Erinnerungen, diese Programme, diese Identifikationen, was es auch immer ist, ja. Und mit Bayonada können wir eben unseren Hauptspeicher Herzchakra auf den göttlichen Plan hinaus ausrichten und lehren. Und es ist in so vielen einfach diese Angst verbunden, auch in der Begegnung. Ich glaube, ich habe in der letzten Woche Energie oder neulich darüber gesprochen, ja, dass wir oftmals diese Angst haben, dass wir genau das nicht verdient haben, dass genau das nicht kommen darf. Und diese Angst auch vor unseren göttlichen liebenden Eltern, dass sie uns eben das nicht gönnen möchten, wonach wir uns so sehr sehnen. Und Bayonada hilft uns auch durch diesen Zweifel, durch diesen Mangel an Vertrauen in die göttliche, reine, bedingungslose Liebe, die das Allerschönste und Beste für dich möchte. Und das ist noch so viel schöner als das, was du dir vorstellst. Es geht immer noch besser. Das Universum macht keine Fehler. Wenn du noch nicht da bist, wo du hin möchtest, dann gibt es noch was Besseres für dich. Und das ist eigentlich die Hauptbotschaft, die ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du noch nicht da bist, wo du bist, wo du hin möchtest, gibt es noch etwas Besseres für dich, das du dir vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst, weil wir mit unserem 3D-Denken, mit unserer Vorstellungskraft, die oft so sehr von unserem emotionalen Müll, den wir nicht verdauen konnten, blockiert ist. Und Bayonada hilft dir eben, diesen Schmerzspeicher zu löschen, von dieser Vorstellung, dass das nicht möglich ist. Ja, wir wollen unbedingt irgendwas haben. Ich erlebe das ganz oft bei Klienten, die in einer Partnerschaft sind oder die sich in jemand verlieben, den sie nicht haben können oder der dann wieder weggegangen ist. Und dann ist es der einzige Mensch, gerade wenn man frisch getrennt ist oder verlassen wurde, das ist der einzige Mensch, der mir das erfüllen kann. Es gibt in diesem Leben niemand anderen, mit dem ich das erleben kann. Und wir wissen natürlich auf einer höheren Ebene, dass uns kein Mensch das geben kann, wonach wir uns sehnen, wenn wir uns das selbst nicht geben können. Und das ist eben diese eingeschränkte Vorstellungskraft, die so sehr von Schmerz geprägt ist, von Leid, von Identifikation, von diesem Festhalten, ja, von diesem Festhalten mit dem Mind, mit unseren Gefühlen, an dem, was wir geglaubt haben, verloren zu haben. Aber nochmal, das Universum macht keine Fehler und es gibt etwas Besseres. Und Bayonada hilft dir, dein Herz dafür zu öffnen, dein Herz erstmal rein zu machen, ja, für diese Wahrheit, dass es etwas Besseres gibt und dass all das, was du dir wünschst und noch so viel mehr und noch so viel Schöneres, du wirklich haben darfst und auch erleben sollst. Ja, nimm einfach mal das in dein Bewusstsein. Was ist es, was du glaubst, was du nicht haben kannst, was dem entgegensteht? Ja, warum bist du so tief davon überzeugt? Nimm all das in dein Herz und chante Bayonada und dadurch darf sich wirklich diese tiefe Gewissheit in dir ausbreiten,
dass du das verdient hast, dass der göttliche Plan ein wundervoller Plan ist, der dich beschenken möchte, nur beschenken und segnen möchte. Und du kannst dir vorstellen, dass dein Herzchakra wirklich wie die Festplatte vom Computer alles speichert, alles festhält, was du in diesen ganzen Unterdateien, in die anderen Chakren, in jede einzelne Auraschicht, in jede Faser deines Seins bis in deine DNA hinein programmiert hast. Und wenn das aus deinem Herzen gelöscht ist, geht es aus allen unter dienenden Chakren, sage ich jetzt einfach mal, weil das Herzchakra wirklich die höchste Magnetkraft hat, um das anzuziehen, viel, viel mehr als unser Verstand, raus. Und dein Magnetherz ist bereit, wirklich dieses goldene Licht, das nenne ich jetzt einfach mal, als die Erfüllung deiner Vision in dein Leben zu magnetisieren. Es ist dein Herzmagnet, der diese Aufgabe hat. Und dafür dürfen wir ihn eben reinigen und befreien. Und das schenkt uns Balanda. Und dann dürfen wir mit Bayonada. Und dann dürfen wir mit Balanda, ja, erfahren, dass die wahre Freude des Herzens im wahrhaftigen Annehmen all unserer Gefühle liegt. Ja, das bedeutet einfach, dass wir uns mit all unseren Sinnen erleben dürfen als dieses Wesen, das Sinne hat, das fühlt, das wahrnimmt, das riechen kann, das diese Geschenke, die sich vor uns ausbreiten, wirklich umarmen kann. Und das fängt immer in dir selbst an. Wenn immer du die Sehnsucht hast, in deiner äußeren Welt etwas zu erleben, dann ist dieser Magnet in dir. Und Balanda ist der Kontakt zu dir selbst, zu deinen Gefühlen, zu deinen Sinnen, zu der Sprache deiner Seele, zu deiner Wahrnehmung, damit du in die Lage kommst, dich so liebevoll um dich selbst zu kümmern, wie du dir das aus der äußeren Welt wünschst. Und vielleicht stellst du dann fest, dass wenn du in dieser Frequenz der Trilogie der Siegel schwingst, wenn du manifestieren möchtest, was immer du manifestieren möchtest, dass sich plötzlich die Perspektive verändert und es gar nicht mehr darum geht, was kann ich bekommen vom Leben, sondern was kann ich mit dem Leben teilen? Ja, wenn du beispielsweise, wenn es um Partnerschaft geht, da kann man sich das wunderbar vorstellen. Es geht ja so oft darum, was möchte ich bekommen? Wie soll der andere sich verhalten, dass es mir gut geht? Vielleicht stellst du dich einfach die Frage, was kannst du aus deinem Herzen, aus deiner Liebe heraus teilen, ohne etwas zu benötigen von einem anderen Menschen, weil du es selbst hast? Und dieser Magnet, der wird in deinem Herzen immer stärker, wenn du das auf diese Art und Weise lebst. Das bedeutet wirklich, ich habe gerade heute Morgen wieder dieses wunderbare Lied von Ute Ulrich gehört, Lieb dich und lebt. Ja, wenn du bereit bist, wirklich die Mauern um dein Herz herum fallen zu lassen, wer bist du dann wirklich, wenn du in deinem Herzen bist? Wenn du diesen Panzer, den wir uns aufrechterhalten, weil wir glauben, etwas nicht verdient zu haben oder weil wir glauben, noch nicht so weit zu sein, noch nicht genug spirituelle Arbeit gemacht zu haben, was immer uns unser Ego vorspielen möchte, wenn diese Mauern fallen und du dich einfach nur in dieses dein offenes Herz hineinfallen lässt und wirklich bereit bist, die Geschenke, die dieses Universum für dich bereit hat, mit offenen Armen entgegenzunehmen, so wie ein Kind sich aufmacht, das noch ganz, ganz klein ist und jeden Tag als ein neues Abenteuer sieht. Und aus diesem Herzen heraus zu wirken, zu leben, zu manifestieren, in Freiheit und in Liebe, das ist das Bewusstseinsfeld, das ich jetzt gerne mit der Trilogie der Siegel und mit allen lieben Verbundenen heute für diese wunderbare Woche, die vor uns liegt, manifestieren möchte. Ja, aus dem Herzen heraus zu leben, ja, für jeden Einzelnen. Und das wirklich alles, was uns davon abhält, wo auch immer dein Punkt ist in dieser Woche, schau mal ganz genau hin. Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst, weil das ist wirklich der Schlüssel, die Ehrlichkeit dir selbst gegenüber, dass es einfach in der Liebe deines Herzens verschmolzen werden kann, zurück in diese alleine Liebe. Und dieses Bewusstseinsfeld der Befähigung und Ermächtigung aus dem Herzen heraus zu leben und uns selbst und der göttlichen Quelle dienen zu dürfen. Das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen und diesem Fluorid, der sich gezeigt hat, manifestieren und initiieren. Om Vanita, Om Bayunada, Om Balanda. Om Vanita.
Umbayunada, Umbalanda, Umbanita, Umbayunada, Umbalanda, Umbanita. Umbayunada, Umbalanda. Ich wünsche dir eine so reich gesegnete Woche und von ganzem Herzen, dass du in dieser Woche vollumfänglich erspürst, wie du aus deinem Herzen heraus leben kannst, ganz egal, was auch immer an Schmerz und Leid jemals in dir verborgen war. Bis bald. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu meinem Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Abonniere jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Klicke rechts, wenn du meinen Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Namaste.